Ja, oh, Kamera kurz runter machen, war gerade am Wichsen gewesen. Ja, Leute, Double Peace, hier ist Tanzverbot. 522 Likes haben dafür entschieden, innerhalb von 2 Minuten, dass ich mich doch mal zu der ganzen Wahlkacke äußern soll. Was habe ich denn gewählt? Welcher Partei habe ich denn meine Stimme anvertraut? So, ich werde euch jetzt etwas sagen, was wahrscheinlich viele von euch, die sich damit etwas mehr auseinandergesetzt haben, aufregen wird. Und zwar bin ich ganz knallhart und ehrlich, Müllermilch, kein Product Placement, ich habe gar keine Partei gewählt. Ich habe nicht gewählt, ich wurde mehrere Male von vielen Personen auch aus dem privaten Umfeld dazu aufgerufen, geh bitte wählen, verschenk nicht deine Stimme. Unsere Großväter haben jahrelang darum gekämpft, viele sind dabei gestorben, um diese Meinungsfreiheit zu etablieren in Deutschland. Ich so, okay. Ja, ich muss sagen, dass ich ja, viele wissen von euch ja auch, dass ich die Schule abgebrochen habe, Anfang 8. Klasse, und deshalb kann man das wahrscheinlich eventuell auch darauf zurückführen. Ich war nie politikaffin gewesen, ich habe mich nie für Politik interessiert. Ich bin mal so, ja, in so eine Seite reingetaucht, so CanFM, Daniele Ganser und sowas. Sowas habe ich mir mal eine Zeit lang gegeben, so. Aber auch, glaube ich, nicht aufgrund des Inhalts, der mich interessiert hat, sondern weil ich halt mir sehr gerne Menschen anhöre, die intelligent sprechen, die einen gebildeteren Sprachgebrauch anwenden, als wie wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Teamspeak unterwegs ist, auf irgendeinem Gomme Public Teamspeak oder sowas. Wahrscheinlich lag da die Interesse und nicht so wegen dem Politikzeug. Das wird jetzt wahrscheinlich viele von euch sauer machen. Ich weiß, dass es viele davon da draußen gibt, die da sicherlich mehr Ahnung haben von den einzelnen Parteien. So ganz ehrlich, ich habe nichts. Ich habe erstmal momentan sehr viel Stress. Ich muss am Freitag, heute ist Montag, nee, heute ist Sonntag, am Freitag muss ich aus dieser Wohnung draußen sein und hier ist noch alles komplett da. Dazu noch in einem weiteren Video mehr. Ich habe einfach total den Kopf voll und ich kann mich gerade auf sowas überhaupt nicht konzentrieren. Ich weiß, ich bin seit über 2 Jahren bin ich wahlberechtigt. Nein, ich bin 18, also 2 Jahre bin ich wahlberechtigt. Ich habe meine Stimme noch nie eingelöst. Wird wahrscheinlich auch weiterhin nicht passieren, solange ich mich nicht damit auseinandersetze. Nimmt's mir nicht übel, aber ey, ganz ehrlich, wenn man keine Ahnung davon hat, das Einzige, was man hört, sind doch hier diese ganzen Extremparteien, so AfD, scheiß Nazis und dann Linke, oh, Extreme und so. Ich habe keinen Bock darauf. Ich will mich nicht entscheiden. Ich weiß, ich verschenke meine Stimme. Meine Stimme geht jetzt an irgendeine Partei. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze abläuft. Ist einfach so. Wenn ihr ein Problem damit habt, dann habt ihr tatsächlich ein Problem damit, weil das Problem wird sich nicht auflösen, indem ihr ein Problem damit habt. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ich das ist ja in den nächsten 4 Jahren, ob ich dort nochmal wählen werde. Vielleicht werde ich mich auch von da dahingehend noch etwas weiter bilden, was die Politikgeschichte angeht. Rein von dem Sprachgebrauch her interessiert das mich sehr, weil, wie gesagt, intelligenterer Sprachgebrauch interessiert mich. Ich rede sehr gerne. Ich würde sehr gerne sehr intelligent reden wollen, aber die Grundlage dafür war leider nicht gelegt. Ich würde gerne mal eure Meinung diesbezüglich in den Kommentaren sehen. Wahrscheinlich werdet ihr nicht sagen, was ihr gewählt habt. So, keine Ahnung. Ich kann dazu wirklich nicht mehr sagen. Ich bin außenstehender Betrachter dieser ganzen Sache und das Einzige tatsächlich, was ich mitbekomme, ist AfD. AfD scheiße, AfD bla bla bla. Und Merkel ist scheiße, verpisst sich, sie macht alles kaputt. Ich habe davon keine Ahnung. Ich möchte mich da. Das ist halt das Problem von sehr vielen Leuten, dass sie sich halt keine Ahnung einordnen. Dass sehr viele die AfD wählen, weil Nazis, Ausländer raus. Oh ja, Ausländer raus hört sich gut an. Ich bin gerade am unteren Existenzminimum. Die machen uns alles kaputt, also muss ich AfD wählen und so hin und her und diese ganzen Extremen und so. Wisst ihr, was ich meine? Darauf habe ich keinen Bock. Ich würde nur wählen, wenn ich wüsste, was ich wähle. Und ich will nicht einfach nur wählen, um ein besseres Gefühl zu haben, um die Chance genutzt zu haben, ja, das Wahlrecht halt auszunutzen. Muss nicht sein. Vielleicht mache ich es in den nächsten 4 Jahren, wenn ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe. Aber so möchte ich mich wirklich nicht auf andere verlassen, weil sie sagen, ey, wähl mal das, weil das ist so und so und das Wahlprogramm ist so und so. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich von meinem Stimmrecht keinen Gebrauch gemacht habe. Ihr könnt gerne mal ein wenig diskutieren in den Kommentaren. Vielleicht auch ein wenig intelligenter, ohne irgendwelche, ey, like das, wenn du Tanzverbot likes, Kommentare. Wie gesagt, ich liebe es, anspruchsvolle Texte zu lesen, anspruchsvolle Interviews zu hören. Schreibt in die Kommentare, sagt, was ihr von den Ganzen haltet. Geht ihr wählen, geht ihr nicht wählen? Es gibt ja auch einige Leute, die sagen, ich gehe nicht wählen, weil damit geb ich meine Stimme ab und habe kein Stimmrecht mehr. So, wisst ihr, diese, genau wie Personalausweis zeigt, dass der Personalausweis ist nur der Ausweis dafür, dass man Mitarbeiter der Bundesrepublik Deutschland ist. So, bla bla, diese ganzen Zeugs. Habe ich mich alles so ein bisschen mit beschäftigt, aber ja, ist ja egal. Alles klar, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich werde wahrscheinlich ziemlich viele Dislikes bekommen, weil viele nicht einsehen. Oh, mein Großvater ist gestorben, weil er für unser Wahlrecht eingetreten ist, für die Demokratie.
Hey, nimm's mir nicht übel, Alter. Ich habe keinen Plan von der ganzen Scheiße. Alles klar. Double Peace. Ich bin nochmal auf eure Meinung gespannt. Und ja, bis zum nächsten Gullideckel, der voll ist, weil viel Wasser reingelaufen ist. Was weiß ich, Mann? Tschüss.